Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album, die Album von Blackpink vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das mittlerweile vierte Album, die Album von Blackpink, ist bereits vergangenen Freitag erschienen. Ich habe für die Box 36,99 Euro bezahlt. Den Link zur Box, zum Album und zum MP3-Download findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Gut, liebe Freunde, so viel dazu. Heute mal wieder ein Unboxing für euch von mir, einer bisher wirklich unbekannten Band. Also ich habe noch nie vorher irgendwie was von Blackpink gehört und habe mir auch noch nie wirklich was aus dem Musikbereich, aus der sie kommt, angehört, und zwar aus K-Pop, also koreanische Popmusik. Ich habe das zwar schon mal irgendwie gehört, aber ich habe mir wirklich, wie gesagt, aus diesem Bereich noch nie Musik angehört. Ich bin wirklich gespannt, ich werde mir das Album dann auf jeden Fall mal kurz anhören. Also ich habe auch gar keine Vorstellung, wie das klingen soll. Popmusik ist klar, aber koreanische Popmusik. Naja, ich werde mir das Ganze auf jeden Fall anhören. Und für euch werde ich jetzt zusammen mit euch natürlich auch die Box auspacken. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern euren Lieblingssong von Blackpink oder generell, vielleicht habt ihr einen Lieblings-K-Pop-Song, wenn es dann irgendwie andere Bands gibt, dann schreibt mir die einfach unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Als erstes entferne ich natürlich erst einmal die Folie und dann schauen wir uns das Box-Design an. Los geht's! So, die Folie ist ab und als erstes haben wir hier vorne einen Aufkleber drauf und da sind die Inhalte aufgelistet. Das werde ich euch ganz kurz mal vorlesen. Und zwar haben wir einmal in der Box natürlich das Album. Dann haben wir ein Fotobuch drin, sechs Fotokarten, sechs Postkarten, zwei Fotokarten, ein Sticker, ein Credit Sheet, also so wie diese Credits, die da aufgelistet sind. Dann eine manuell Fotocard, ein Poster und zwei Gruppen Fotokarten. Also zwei Fotokarten. Okay, also das sind die Inhalte. Okay, schauen wir uns mal das Boxdesign an. Wir haben eine kleine Box, also nicht so wie dieses Standard-Boxdesign, sondern ja etwas kleiner. Komplett schwarz. Auf der Vorderseite lesen wir Blackpink und dann die Album, also den Albumtitel. Auf der Unterseite sehen wir nichts. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier etwas rosa, denn die Box ist entweder zum Aufklappen oder Aufschieben. Werden wir uns gleich anschauen. Linke Seite ebenfalls rosa und auf der Rückseite sehen wir auch nichts. Okay, also ich vermute mal, die Box ist mit Magnetverschluss. Okay, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Und als erstes kommt uns hier das, was ist das? Ach, das Fotobuch, okay. Also als erstes das Fotobuch, gut. Dann haben wir hier, was ist hier drin? Oh Gott, oh, jetzt schon die CD und die Hülle. Okay, gut. Okay, die anderen Inhalte. Und dann haben wir hier jetzt schon das Wichtigste, die CD ohne richtige Hülle. Also das Ganze ist hier jetzt so mit einem Schaumstoff-Bibus hier drauf und da wird die CD befestigt. Okay, bin ich schon mal kein Fan davon, also eine richtige Hülle wäre mir wirklich lieber. Also, so sieht die CD aus. Okay, das Ganze ist wie gesagt hier drin, wird hier aber reingesteckt. Und dann hält die CD hier so drin. Bin ich wirklich ein Freund davon. Also ich brauche eine richtige Hülle, um das Ganze ans Regal stellen zu können. Und jetzt nie hier so in dieser Box. Na gut. Dann, was haben wir hier als nächstes? Blackpink, der Album. Das Ganze in so einem silbernen irgendwie Umschlag. Ah, okay. Hier haben wir jetzt einige Sachen drin. Also nicht wie bei uns in Deutschland, bei diesen Boxen, wo alles lose drin liegt. Sondern hier hat man extra nochmal so einen Umschlag, wo die ganzen Inhalte drin sind. Okay. Gut, also jetzt hier waren die ganzen Inhalte drin. Was haben wir hier als erstes? Okay, also das ist jetzt dieses, die Credits Sheet, okay, also die ganzen, während den Alben und den Texten mit beteiligt war. Okay, das, was man sonst mit in dem Booklet drin hat, wurde hier eben jetzt so gelöst. Okay, gut, also. Dann haben wir als nächstes eine Fotokarte. Einmal hier mit der jungen Frau. So, dann eine etwas größere Fotokarte mit der jungen Frau. Wie die alle heißen, kann ich euch leider nicht sagen. Dann haben wir hier vier Aufkleber.
in so Glitzern, zweimal Krone und dann Blackpink und ihr Album. Okay. Vier kleine Aufkleber, sehr schön. Dann haben wir die nächste Fotokarte. Wie gesagt, wie die gute Frau ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Okay. Dann haben wir hier die nächste kleine Fotokarte. Also ich muss jetzt mal gucken, ob das ist wahr. Das ist doch dieselbe, oder? Das ist doch zweimal die gleiche. Oder sehen die sich alle so ähnlich? Na gut, okay. Also zweimal die, wie gesagt. Und dann zweimal die hier in groß. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das alle vier Mitglieder sind. Also die sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche, würde ich behaupten. Aber die hier sehen doch ziemlich gleich aus. Könnt mich gerne in den Kommentaren darüber aufklären. Ich habe da wirklich null Plan. Okay, gut. Also diese vier Fotokarten. Dann haben wir hier als nächstes die zwei ja, Gruppenfotos. Einmal hier mit den vier jungen Damen. Und das Ganze dann nochmal etwas kleiner und ein anderes Motiv. Okay. Gut, wie gesagt, wie die alle vier heißen, kann ich euch leider nicht sagen. Okay. Sehr, sehr kleine Postkarten, Fotokarten. Und dann haben wir jetzt hier, okay, das wird wahrscheinlich diese andere Fotokarte sein. Blackpink, die Album, das Ganze ist so draufgeklebt, also wie so ein Rahmen aus Pappe. Und in der Mitte hat man jetzt dieses Foto. Okay, coole Idee. Also jetzt sieht man es nochmal alle vier in Schwarz-Weiß, obwohl die beiden sehen sich wirklich sehr ähnlich. Also okay, also hat man jeweils eine Fotokarte von einem Bandmitglied dabei. Okay, jetzt ist das Ganze aufgeklärt. Also einmal diese Fotokarte, dann Blackpink, die Album. Was haben wir hier? Okay, das ist das Poster. So sieht das Poster aus. Da haben wir jetzt wieder die vier jungen Damen drauf. Ungewöhnliches Papier. Es fässt sich irgendwie komisch an. Also schön stabil, aber es ist irgendwie ein anderes Papier. Auf jeden Fall guter Fotodruck. Kann man eigentlich nicht meckern. Und auf der Rückseite komplett weiß, bis auf hier Blackpink, die Album. Okay, gut. Also ein kleines Poster. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zu den. Was war das jetzt? Die, auch die Fotokarten? Also es sind ja noch mehr Fotokarten. Ach, es waren nochmal sechs Fotokarten irgendwie. Okay, das Ganze ja auch wie in so einem Rahmen. Also auch komplett silbern. Und dann kann man sich wahrscheinlich ja seine Lieblingskarte reinschieben. Guck, ob ich das Ganze hier rauskriege. Okay. Also wie gesagt, wie so ein Bilderrahmen. Dann haben wir hier so eine richtig stabile, feste Pappkarte. Also ein Mitglied, Rosé, okay. Also wahrscheinlich heißt sie Rosé. Einmal die junge Frau hier. Ihr könnt mir ja gerne mal einfach jetzt an die Männer einfach mal eine 1 für die junge Frau in die Kommentare schreiben. Oder würdet ihr euch eher für diese junge Frau entscheiden, und zwar für Jisoo? Dann schreibt eine 2 in die Kommentare. Dann vielleicht für die junge Frau hier. Das ist Jennie. Okay, also wie gesagt, wirklich schön stabile Karten, krass. Und oder die junge Frau hier, die 4 bitte für Lisa. Okay, gut, cool gemacht auf jeden Fall. Jeweils nochmal eine Fotokarte eines Bandmitglieds. Das Ganze kommt, wie gesagt, in so einem ja, wie Bilderraum. Da kann man sich das Ganze dann hier reinschieben und auf den Schreibtisch stellen. Okay, also die 4 Fotokarten. Und dann als nächstes haben wir jetzt das Fotobuch. Und das Ganze ist hier vorne mit so einem, wie nennt man das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, mit diesem, wie nennt man das? Mit diesem Wackelbild. Einmal sehen wir die Krone und dann sehen wir so ein Muster. Ziemlich cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Rückseite lesen wir jetzt mal Blackpink. Okay, und hier sind jetzt einige Bilder der Band drinne. Okay, also wirklich ein reines Fotobuch, nichts dazu geschrieben oder so, sondern wirklich nur die Interpretinnen bzw. die Bandmitglieder. Aha, okay. Gut, also nochmal ein bisschen was für die Männer zum Gucken. Okay, gut, das war das Fotobuch mit diesem Wackelbild hier vorne drauf. Finde ich wirklich sehr cool. Und damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder am Ende. Ich lege euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Album, die Album von Blackpink bekommt. Also, ihr bekommt einmal natürlich das Album direkt hier so in der Box drin, also ohne Hülle alles, einfach nur mit so einem Stück, wo das Ganze
reingelegt wird, bin ich kein Fan von. Wie gesagt, ich mag richtige Hüllen. Aber gut, also ihr habt einmal das Album drin. Dann haben wir als nächstes, was war das? Das war dieser silberne Umschlag, wo die ganzen Sticker drin waren. Also einmal der hier. Dann war hier einmal diese Fotokarte drin. Die beiden kleinen Gruppenfotos. Dann die Karten hier. Also jeweils von zwei Bandmitgliedern, einmal in groß und zweimal in klein. Okay. Das Ganze war in diesem silbernen Umschlag hier verpackt. Dann einmal die, was war das, die Credits Sheet, also wo die ganzen Credits mit draufstehen. Und dann natürlich, liebe Freunde, was war das? Ach, das war das Poster, genau. Und dann noch die vier wirklich stabilen Fotokarten, jeweils mit dem Porträt von einem der Bandmitglieder drauf. Mit Namen Jenny, Jisoo, Rosé und das war, wer war die junge Frau? Ach, Lisa. Okay, wie gesagt, stimmt gerne ab unten in den Kommentaren, welche ihr extrem hinreißend findet, will ich es einfach mal so beschreiben. Das Ganze könnt ihr dann hier in diesen Bilderrahmen stecken und euch auf den, ja, auf den Schreibtisch stellen oder in die Vitrine, je nachdem. Und dann gibt es dazu noch das Fotobuch mit dem Wackelbild, mit jede Menge Fotos der Bandmitglieder insgesamt. Wie viele Seiten haben wir hier? Wir haben 90, okay, also 90 Seiten. Okay, das war das Fotobuch und das Ganze gibt es in der Box zum Album, die Album von Blackpink. Das war soweit mit dem Unboxing. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gerne was unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das natürlich soweit. Schöne Grüße gehen raus an Blackpink. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.